Hier bin ich. Aus gutem Grund. Es ist Advent im Podcast mit Herz und Haltung. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge eures Advents-Specials. Hier bin ich aus gutem Grund. Das Bistum Dresden-Meißen feiert in diesem Kirchenjahr 100 Jahre und das mit 100 guten Gründen. Und wir stellen euch bis Weihnachten jeden Tag eine andere spannende Person und ihre ganz persönlichen guten Gründe vor. Heute beantwortet der Diakon und werdende Priester Michael Kreher an seinem aktuellen Einsatzort, nämlich an der Frauenkirche in Meißen, den Fragebogen von Schwester Elisabeth. Viel Spaß jetzt also mit Michael Kreher. Aus welchem Grund bist du hier? In einem Wort gesagt, natürlich dieses alte Wort Berufung, was ein bisschen verstaubt oder vielleicht immer so klingt wie die große Gottesoffenbarung, alles leuchtet, man wirft sich auf den Boden. Ich glaube, Berufung ist dem Plan Gottes für einen selber auf die Spur zu kommen und da ein Ja zuzufinden und dadurch halt immer mehr zu dem zu werden, als der man erdacht wurde. Und ja, dem bin ich auf die Spur gegangen und viele, viele Jahre habe ich da gefragt und Theologie studiert und im Gespräch mit meinem geistigen Begleiter um Antworten gerungen. Und das ist das Ergebnis oder zumindest eine Wegstation auf diesem Weg dahin. Was treibt dich an? Das ist die Freude, die ich selber am Glauben habe, aber auch die vielen Momente, die ich erlebe, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wenn die vom Evangelium was verstanden haben. Oder wenn ich erleben kann, dass von dem Glauben, den wir versuchen, für den Raum, Räume zu eröffnen, wenn die Leute da merken, dass das Glauben keine Einhaltung eines Regelwerks ist, sondern dass das wirklich was mit ihrem Leben zu tun hat und letztlich eben auch mit der Beziehung zu Gott und wo sich dann auch ganz viele enge Vorstellungen lösen und gelebte Beziehung draus wird, die viel Freude bereitet. Das sind so Sternstunden, die einen immer wieder ermutigen, früh aufzustehen. Wenn es schwierig wird, was trägt dich? Also wenn es schwierig wird, ist das, was mir viel Halt gibt, Routine, die man auch über Jahre einstudiert hat, Gebetszeiten. Die können dann auch schwerer sein, dass die mit mehr Fragen verbunden sind, aber dass man das trotzdem aushält, sich immer wieder dem auszusetzen und trotzdem, auch wenn es schwer ist, Gebetszeiten sich zu nehmen. Und die Gewissheit, dass man da nicht alleine ist, sondern dass man in der Gemeinschaft der Christen unterwegs ist. Und da habe ich meinen geistigen Begleiter, aber auch meinen Mitdiakon, der mit mir im Weihejahrgang ist. Und wir treffen uns sehr regelmäßig und reden auch über unseren Glauben, über das, was uns beschäftigt. Und da merke ich auch, dass es gut ist, dass man da alles ansprechen kann und dass man da auch nicht perfekt sein muss, sondern auch durchaus von den Zweifeln und den Problemen berichten darf, die man hat. Und dass man weiß, dass da jemand ist, der sich das anhört, der das auch im Gebet mitnimmt und vor Gott trägt. Worauf hoffst du? Ich hoffe darauf, dass es uns als Kirche gelingen kann, alle Menschen mit der Botschaft Jesu in Kontakt zu bringen. Und dass wir so einladend wirken, dass die Menschen ja dieses Befreiende und das Freudige des Glaubens erleben und dadurch angesteckt werden, nach diesem Jesus zu fragen. Der Diakon und werdende Priester Michael Kreher in Meißen und seine guten Gründe im Leben. Das war's für heute bei Hier bin ich aus gutem Grund, eurem Adventsspecial im Podcast mit Herz und Haltung. Ein Projekt der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig zusammen mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze, sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich schon, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dann.